Warum hat dieser Rüpel in der S-Bahn seine schmutzigen Füße direkt auf das Kissen neben ihn gelegt? Weil da gerade kein Schild ist, das ihm das verbietet? Nee, wir sehen, dass die Verbote die Leute nicht erreicht, die es eigentlich erreichen sollte. Und stattdessen ist dann zum Beispiel vom Alkoholverbot in der S-Bahn die lustige Frauenrunde betroffen, die vielleicht nur mit Prosecco auf den Junggesellinnenabend anstoßen wollte oder vielleicht der Handwerker, der auf dem Weg nach Hause ist. Und das zeigt, dass diese Verbote, die angeblich zu unserem Guten gemacht sind, in Wahrheit immer die falschen treffen.